lesen. So. Proband Salvatore Moreau. Oh! Kompatibilität schlecht. Hirnfunktion unerwartet schlecht. Das Kadu hat beim Probanden drastische Veränderungen an inneren Organen hervorgerufen. Es haben sich ähnlich wie bei Fischen Kiem und eine Schwimmblase gebildet. Bin kein Bot. Gut, dann Dankeschön, herzlich willkommen in der Kätzchenfamilie, Kenrei. Ungünstige Situation, I'm sorry, aber vielen Dank für den Follow, vielen, vielen Dank. So, weiter geht's. Aufgrund seiner irregulären Zellteilung verwandelt er sich von Zeit zu Zeit in einen riesigen Fisch. Proband ist nicht in der Lage, diese Mutation zu kontrollieren. Zu viele Mängel als Hülle für Eva nicht geeignet. Proband als China Dimitrescu. Kadu-Kompatibilität äußerst gut. Hirnfunktion normal. Äußerst hohe Regenerationsrate. Probandin heilt äußere Wunden in Sekunden und kann ihre Nägel ebenso schnell zu Klauen verlängern. Die rasche Regeneration geht außerdem mit einer größeren Körpergröße einher. Hinweis: Wegen einer vererbten Blutkrankheit muss die Probandin ihrem Körper regelmäßig menschliches Fleisch und Blut zuführen, um ihre Regenerationsfähigkeiten aufrechtzuerhalten. Ich vermute, dass ein gestörter Regenerationsprozess eine unkontrollierbare Mutation zur Folge haben könnte. Als Hülle für Eva nicht geeignet. Heisenberg. Proband Karl Heisenberg. Kadu-Kompatibilität außerordentlich gut. Hirnfunktion normal. Besitzt elektrische Organe wie die eines Zitterrochens. Die Organe sind an das Nervensystem des Probanden angeschlossen, wodurch er in der Lage ist, Elektrizität durch seinen gesamten Körper zu leiten. Kann so Magnetfelder kontrollieren und Metall beliebig umherbewegen. Herausragendes Exemplar, aber als Hülle für Eva nicht geeignet. Ist hier noch ein drittes Buch? Viertes Buch? Da. So, wer haben wir noch? Donner, ne? Genau, Donner. Hi, kleiner blauer Flummi. Proband Donna Beneviento. Kadu-Kompatibilität, gut. Hirnfunktion, normal. Aber schwere Geisteserkrankung. Das habe ich auch. Körperlich nicht von Menschen unterscheidbar. Sie kann allerdings eine signaltragende Substanz ausscheiden, mit der Mutamycet infizierte Pflanzen kontrolliert werden können. Ist außerdem in der Lage, bei Menschen, die eine bestimmte Sorte Pollen einatmen, Halluzinationen auszulösen. Probandin ist jedoch geistig unterentwickelt und hat ihr Kadu an ihre Puppen verteilt, um sie aus der Ferne kontrollieren zu können. Als Hülle für Eva nicht geeignet. Okay. Kadu. Damit kontrollieren sie also die Biowaffen. Sick. Es war bestimmt Miranda mit ihrem Kind. Evie? Ist es Evie? Denke ich schon, ne? Na, wir sind ja noch nicht ganz durch. Wir schauen mal noch. Huch. Miranda. Ich bedauere zutiefst, Sie auf so unpersönliche Weise kontaktieren zu müssen. Leider bin ich im Moment sehr beschäftigt, aber ich hoffe, dass ich irgendwann noch einmal die Gelegenheit bekomme, Ihrem reizenden Dorf einen Besuch abzustatten. Wobei ich mir nicht anmaßen möchte, zu behaupten, eine Unsterbliche wie Sie würde sich überhaupt an einen halb im Schnee verreckten Medizinstudenten wie mich erinnern. Ich habe die Offenbarungen, die mir während meines Besuchs in Ihrem Dorf zuteil wurden, immer in Ehren gehalten. Ihre Forschungen waren sehr inspirierend für mich. Ich halte es für visionär, dass man einen Menschen mit einem Organismus infizieren und so verwandeln kann.
Ich wusste, dass ich mit diesem Wissen meine eigene Vision für den nächsten Schritt in der menschlichen Evolution würde verwirklichen können. Zu sehen, wie die Menschheit selbst nach zwei Weltkriegen sich auch heute noch wieder und wieder in Zwistigkeiten verrennt, bestärkt mich nur in meinen Bestrebungen. In den vielen hochinteressanten Gesprächen, die wir Abend für Abend führten, wurde mir jedoch auch bewusst, dass sich ihre Überzeugung von der meinen unterscheidet. Sie wollten eine einzelne verstorbene Person zurückholen. Ich wollte die Welt verändern. Ihre Experimente mit dem Pilz erfüllten nicht die Anforderungen für die sich exponentiell ausbreitende Infektion, die ich anstrebte. Ein Virus war dafür besser geeignet. Das war der Grund für meine unvermittelte Abreise. Ich bereue noch heute, ihnen nie Lebewohl gesagt zu haben. Aber ich schweife ab. Eigentlich wollte ich ihnen Neuigkeiten überbringen. Ich habe den Schlüssel zur Evolution gefunden. Progenitor, ein in Afrika heimisches Virus. Ich habe vor, mit Freunden und Kollegen eine Firma zu gründen, die das Virus erforscht. Sie wird Umbrella heißen. Nach dem Regenschirmsymbol aus der Höhle, über das wir sprachen. Ein weiterer Schritt zur Verwirklichung meiner Vision ist also getan. Ich hoffe, dass auch Sie eines Tages Ihr Ziel erreichen werden. Sie haben mich so viel gelehrt, dafür stehe ich auf ewig in Ihrer Schuld. Herzlichst auf ewig Ihr Schüler Oswell E. Spencer. Danke, dass du da warst, Alec Paletti. Ich wünsche dir auch noch einen schönen Nachmittag und bis zum nächsten Mal. Ist das vor am das also es muss ja vor Umbrella passiert sein. Das heißt, Miranda hat schon vor Umbrella existiert. Daraufhin ist ein Medizinstudent hier irgendwie gestrandet in dem Dorf und hat mit Miranda quasi geredet. Ihm war ein Pilz aber nicht genug. Und daraufhin haben sie eben dieses T-Virus, ne? Ich glaube, das T-Virus war's. Den Virus entwickelt und Umbrella gegründet. Ist cool. Spencer, hier? Ich glaub's nicht. Okay. Ja, das ist Evie. Das ist Mia? Das ist Miranda. Das weiß ich. Ihn kennen wir auch. Den im Hintergrund auf der linken Seite in schwarz zwischen den beiden ersten. Oder ist Resi 7 und 8 vor Resi 1? Nee. Umbrella existiert da ja schon. Also Umbrella existiert zu diesem Zeitpunkt schon, sonst wäre Redfield ja auch nicht da. Also das hier spielt, ne? Aber das war die Vorgeschichte dazu, wie Umbrella entstanden ist quasi. Fragt mich nicht. Aber ist es Mia? Soll das Mia sein, ganz rechts? Nee, Resi 8 spielt nicht. Also, das Spiel... Ja, nee. Das ist einfach nur die Vorgeschichte. Das sind ja nur Schriftstücke, aber Umbrella existiert ja schon. Ja, das ist Miranda, das wissen wir. Meine geliebte Eva. Es ist jetzt 100 Jahre her, seit die spanische Grippe dich mir wegnahm. Ich war so hilflos damals. Aber jetzt kann ich dich mit Hilfe des Megamyzeten wieder zu mir holen. Ich musste die regenerativen Fähigkeiten deiner neuen Hülle testen. Dazu habe ich sie zerteilt und sie dann im Kelch der Giganten, dem Regler, des Megamyzeten wiederbelebt. Was jetzt noch fehlt, ist sie mit dem Megamyzeten zu vereinen. Endlich kann die Zeremonie beginnen. Nachdem du von mir gegangen warst, war ich von solcher Trauer erfüllt, dass ich in eine Höhle wanderte, um zu sterben. So sehr wollte ich wieder bei dir sein.
Und da habe ich ihn gefunden, den Megamyceten. Es war reiner Zufall. Ich berührte ihn und mein Geist wurde über und über mit Wissen erfüllt. Der Megamycet spaltet das Bewusstsein der Verstorbenen auf und absorbiert es. Ich wusste, dass auch dein Bewusstsein darin sein musste und dass es bedeutete, dass ich dich würde zurückholen können. Ich brauchte nur eine geeignete Hülle. Nachdem ich ins Dorf zurückgekehrt war, pflanzte ich den Dorfbewohnern den Pilz aus dem Megamyceten ein. So konnte ich sie kontrollieren und sie für Experimente benutzen. Ich habe es an Hunderten ausprobiert, nur um die perfekte Hülle für dich zu finden. Ich habe sogar versucht, die Suche zu beschleunigen, indem ich deinen Parasiten namens Kadu erschuf. Aber keines meiner Experimente war von Erfolg gekrönt. Es gab ein paar wie Alchina, die nahezu perfekt waren, aber die meisten verwandelten sich in Lykans. Einmal wurde ich von einer Organisation kontaktiert. Sie sagten, sie würden mir helfen. Also gab ich ihnen etwas vom Pilz und deine DNA. Aber auch sie haben nur einen weiteren Misserfolg in die Welt gesetzt. Evelyn. Ah, willkommen zurück, Angel. Das ist Mia, ne? Ja. Sehe ich auch so. Doch die Zusammenarbeit hatte auch ihr Gutes. Dank ihnen erfuhr ich von Rose. Ich wusste, sie war die perfekte Hülle. Mein Plan verlief nicht ohne Zwischenfälle, aber ich konnte mich von ihrer Tauglichkeit überzeugen. Jetzt ist meine Forschung abgeschlossen. Ich habe so lange darauf gewartet, dich wiederzusehen, Eva. Hey. Warum habe ich heute so eine juckende Nase? Es ist unfassbar. Und Miranda? Lass Miranda, denn sie will ja! Okay. Weiter geht's, wa? Nimm die Hände hoch! Amber Alcia Alpha, bestätige Mirandas Position. Noch bei der Zeremonie. Was auch immer sie tut, sie rührt sich nicht. Mein Gott. Du bist es wirklich. Wie kommst du hierher, Mia? Geht's dir gut? Sie haben ein paar Experimente gemacht. Warte mal, Mia. Mia Winters. Genau die. Wie sieht's da oben aus? Hier geht's mächtig ab, aber wir kommen klar. Konzentriert bleiben. Weiter nach Plan. Ich gehe in Richtung Zeremonie. Warte. Nimm mich gefälligst mit. Du hast es versprochen. Du hast gesagt, du beschützt uns. Wir haben doch alles getan. Wir sind hierher gezogen. Alles. Und es war mir egal. Solange wir es zusammentun. Aber jetzt sag mir, wo ist mein Mann? Wo ist meine Tochter? Ethan ist fort. Ich konnte nichts tun. Aber Rose kann ich noch retten. Komm, hier wird es zu gefährlich. Was meinst du mit Ford? Er ist tot. Tut mir leid, aber wir müssen hier weg. Wir müssen dieses Dorf zerstören. Nein! Ethan ist tot, ja. Du irrst dich. Ich wollte es geheim halten, aber du verstehst nicht, wie besonders er ist. Ethan ist nicht tot. Ethan ist nicht tot. Wenn Mia das so sagt, ist Ethan nicht tot. Nokia-Handy! Woo! Miranda hat ihm das Herz rausgerissen. Und dann einmal so gemacht. Ethan! Nokia-Handy! Woo! Nokia-Ethan! Oh, Nokia! Jemand? Ja! Kalt. Aber er ist nicht. Wie
komme ich hierher? Er wird in irgendeiner Zwischenwelt sein. Gott, ist das kalt. Naja, sie hat einmal das Herz genommen, einmal zerdrückt und einmal gemacht. Mein Körper. Dankeschön, herzlich willkommen in der Kätzchenfamilie, Verstralo. Dankeschön. Du bist so dumm. Evelyn, wie kann das sein? The fuck is happening hier die ganze Zeit? Hallöchen! Tod. Ich meine, Miranda, sie... Also ist er... Nein, ich muss Rose retten. Er wird es schaffen, da rauszukommen. Falsch! Ciao, Jen! Du warst immer tot. Was redest du da? Ich kann doch... Siehst du, nicht Miranda war es. Fandest du es denn gar nicht komisch? Bei allem, was du einstecken musstest? Da ich am Anfang gespoilert wurde, fand ich es nicht mehr komisch, leider. Aber ja... Vor 3 Jahren bei den Bakers. Jack hat dich getötet. Du bist tot. 3 Jahre schon. Das ist unmöglich. Nein, das... Du solltest gar nicht mehr hier sein. Auf mit dem Scheiß! Du solltest nicht leben. Fick dich! Was bin ich dann? Verstehst du es jetzt? Dein ganzer Körper besteht aus Schimmel. Du wirst deine Familie nie wiedersehen. Willkommen zurück, Miss Wante. Familie? Familie? Nein, nein. Rose. Ich muss... Tochter! Du bist schon lange tot. Tot! Ich werde... Rose, reiten! Paxi, bis morgen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und einen schönen Feierabend nachher. What? Na, genug geschlafen? Wo bin ich? Mein Wagen, Ethan. Du hattest einen Albtraum. Duke? Dein Kampf gegen Heisenberg war eine Augenweide. Aber dass Miranda sich zeigen würde... Wie lange war ich weg? Es dämmert bald.
Duke, helfen Sie mir. Ich muss zu Miranda. Ich weiß, deshalb sind wir schon auf dem Weg. Wir sollten bald da sein. Danke. Aber Ethan, bist du dir auch sicher? Dein Körper, naja, fällt auseinander. Ja. Das war dumm von mir. Apropos dumme Fragen, wer, was sind Sie? Da bin sogar ich überfragt. Also kriegen wir keine Antwort darauf, wer er ist. Ich schulde Ihnen was. Also, Ethan, ich befürchte, du wirst nicht in deine alte Welt zurückkehren können. Dankeschön, herzlich willkommen in der Kätzchenfamilie, Raubkater. Dankeschön. Ja. Ich muss es sein. Hallöchen. Muss doch bestimmt zum Zeremonieplatz, ja. Hast du alles Nötige? Waffen und so? Okay, ja. Das Auge habe ich nicht gefunden. Oho, die Fusion von Mensch und Maschine. Es sprüht geradezu von Heisenbergs Esprit. Ich hoffe, es wird dir nützlich sein. So, die V61. Ja. Die will ich haben. Männer Rückstoß. Nehmen wir auch. Dann nehmen wir noch ein paar Rohrbomben mit. Wir nehmen das noch mit. Wir nehmen das mit. Es wird der letzte Kampf sein. Mir kann niemand sagen, dass wir danach noch weitermachen. Also gebe ich jetzt einfach komplett alles aus. Wähle mit Bedacht. Dein Leben könnte davon abhängen. Noch 131. Ich nehme noch einmal Feuerkraft mehr. Ich nehme noch einmal Feuerrate mehr. Ich nehme noch einmal Magazingröße mehr. Mehr Geld habe ich nicht. Na gut, Nachladegeschwindigkeit. Naja, komm, von 3 auf 2,7 macht nicht so viel Unterschied. Das sparen wir uns. Wie fand ich das Spiel so? Abgesehen von der maximalen Verwirrung jetzt? Sehr geil. Also ich kann wirklich sagen, ich kann das nur empfehlen, das Spiel. Ich finde es sehr, sehr, sehr geil. Ja gut, das habe ich leider nicht mehr geschafft, die beiden Sachen. Wir haben aber auch einen Schatz nicht gefunden. Dankeschön, herzlich willkommen in der Kätzchenfamilie, Jamie. Vielen Dank.